Ich habe immer geglaubt, dass man aus Anstand und Verantwortungsbewusstsein mit den Sorgen und Gefühlen der Menschen nicht spielt. Dieser Antrag beweist eindeutig das Gegenteil. Wie sonst soll man dann diesen Antrag verstehen, wenn Sie auch in der Vergangenheit immer eine Straftatenart oder Straftatengruppe heraussuchen, die gerade in diesem Jahr zu einem Anstieg der Straftaten geführt hat, ob es nun Diebstahl von Fahrrädern sind oder Wohnungseinbrüche oder Landmaschinen. Und diesmal sind es die Messer, die in der Statistik nicht bewiesen sind, aber gefühlsmäßig schon da sind, bei Ihnen und bei mir und bei anderen vielleicht auch. Aber daraus nun abzuleiten, dass wir Statistiken brauchen, um zu belegen, dass die Ausländer die messerstechenden Menschen sind, dazu brauchen wir sie garantiert nicht. Und es ist deshalb auch so verwerflich, Ihr Antrag, weil Sie stets nur immer auf diese Probleme, die Menschen tatsächlich in Sorge umtreibt, den Finger rauflegen wollen. Und Sie sagen Ihnen aber nicht, dass zum Beispiel, und ich habe es mal getan, bei den Rohrheitsdelikten und nur von den Jahren 2009 bis 2016 nachgeschaut, waren die Rohrheitsdelikte immer sinkend. 2017 gab es in der Statistik einen Anstieg um 60, etwa um 68. Das ist wohl richtig. Wir wissen nicht, ob es Messerattacken waren oder nicht. Insofern kann diese Statistik vielleicht in dieser Form hilfreich sein, wenn wir sie denn brauchen. Aber dazu gibt es ja auch eine Innenministergespräche und auch Konferenzen. Ja, und Sie sagen aber natürlich auch nicht, dass die Rohrheitsdelikte gesunken sind in den vergangenen Jahren in Größenordnung und dass damit die Sicherheit der Menschen sich hier im Land erhöht. Und Sie sagen auch nicht, dass von 1991 bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Kriminalität in unserem Land fast um 50% gesunken ist. Wir haben 1991 eine Häufigkeitszahl von rund 13.000 Straftaten auf 100.000 Einwohner gehabt. Jetzt sind es 6.700. Das müssen Sie doch ehrlichkeitshalber auch sagen, dass das eine große Kraftanstrengung der Polizei und der Bürger unseres Landes sind. Und das sagen Sie nicht. Sie werden nicht ein einziges Wort zur Beruhigung und zum Erfolg der Menschen hier beitragen. Sie werden nur und immer nur den Daumen rauflegen, wo Sie hier Wut und Hass schüren können. Und da geht der Finger immer nur auf Ausländer. Und Sie schauen überhaupt nicht dahinter. Und Sie wollen ja gar nicht hinter die Statistik gucken. Das, was Sie heute hier an Statistik genannt haben, was hat es Ihnen das gebracht? Gar nichts, außer hier vorzutragen. Nicht eine einzige Beurteilung oder Schlussfolgerung haben Sie abgeleitet. Nur die reinen Zahlen haben Sie hergestellt. Dazu brauchen wir keine Statistik, um nur Zahlen zu nennen. Sie haben ja in den gesamten Legislaturperiode nicht einen einzigen vernünftigen Vorschlag zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung dieses Landes getan. Nicht ein einziges. Und Sie haben auch nicht und nicht einmal in Ihren ausländerfeindlichen Parolen haben Sie sich geändert. Die haben Sie auch noch übernommen, behaupte ich, vielleicht rhetorisch nur von den Nazis, von Ihrer Vorgängerpartei hier, der NPD. Von denen haben Sie diese Rhetorik übernommen. Und nun müssen Sie sich auch nicht wundern, wenn man diese Rhetorik von Leuten benutzt, die nicht Professor sind und nicht Doktor sind und nicht gut ausgebildet sind und sie als Gewaltaufruf verstehen. Das müssen Sie doch begreifen, das begreifen Sie auch. Aber das passt nicht in Ihre Politik. In Punkt 1 Ihres Antrags schreiben Sie, die Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern ist ein hochsensibles Thema. Auch hier verschweigen Sie, dass die Landesregierung regelmäßig hier im Landtag ihre Forderung halbjährlich zu berichten, nicht? Also regelmäßig hier im Landtag über Sicherheit und Ordnung geredet wird und eingebracht wird und diskutiert wird und dieses hochsensible Thema auch hier behandelt wird. Und genau deshalb hat die Landesregierung unter anderem auch 2019 15 Millionen Sicherheitspaket geschnürt. Das vergessen Sie auch zu sagen. Das wollen Sie auch gar nicht sagen. Und in Punkt 2 des Antrags, passen Sie mal auf, was wir da für einen Unsinn schreiben. In Punkt 2 des Antrags schreiben Sie, der Landtag wird aufgefordert, Messerattacken im öffentlichen Raum gesondert statistisch zu erfassen und auszuweisen. Jetzt frage ich Sie, warum sind denn Ihnen nur die Messerattacken im öffentlichen Raum interessant? Warum nicht in einer geschlossenen Veranstaltung, nicht in Hinterzimmern, nicht in den Wohnungen der Bevölkerung und schon gar nicht in Asylbewerberheimen? Weil in Asylbewerberheimen natürlich auch die Menschen sich hier und da mit Messer aufeinander zugehen. Das sind ja wahrscheinlich für Sie Menschen zweiter Klasse. Und deshalb wollen Sie in der Statistik auch gar nicht sehen. Also ich frage mich, dieser Antrag ist deshalb schon irrsinnig. Ihr Antrag suggeriert, dass die Kriminalstatistik Unterschlagung vornimmt in der PGS, von Nichtdeutschen
Und das ist natürlich strikt zurückzuweisen von nicht-deutschen Tatverdächtigen, denn in der PKS, das wurde hier gesagt, das können Sie ja nachlesen, das ist die Anzahl der nicht-deutscher Tatverdächtiger, genauso wie die Nationalitäten, genau enthalten. Und das können Sie in jeder Straftatengruppe auch genau erkennen. Auch wird der Anlass des Aufenthalts nicht-deutscher Tatverdächtiger dargestellt und auch die Geschlechtsstruktur. Also Sie können das alles wiederfinden. Wenn Sie sich mal zur Ausländerbehörde begeben, dann werden Sie auch genau das finden, Herr Förster, was Sie hier beanstandet haben. Auch in der Ausländerbehörde ist jeder Asylbewerber und jeder Ausländer, der eine Straftat begangen hat, genauestens erfasst. Und die wissen genau Bescheid, wer eine Straftat begangen und kriminell war. Da können Sie also nichts sagen. Und Sie können auch nicht behaupten, dass aus subjektiven Gründen jemand diese Abschiebung verweigert. Denn sowas alles zu sagen und zu unterstellen, das schürt doch Ängste, Nöte und natürlich Hass gegen Ausländer. Und das verstehe ich überhaupt bei Ihnen nicht, Herr Förster, gar nicht. Deshalb haben wir auch ein gespanntes Verhältnis, seitdem Sie hier sitzen. Nein, Sie, ich kritisiere mit Ihrer ausländerfeindlichen. Also Ihr Antrag reduziert sich also statistisch gesehen auf Ausreisepflichtige und spezielle Erfassung des Messerattacken und Messereinsatzes. Und das lehnen wir grundsätzlich ab. Die geforderte Statistiken, das habe ich Ihnen schon gesagt, ist längst in der Innenministerkonferenz behandelt worden. Die Landesregierung selbst unterstützte genau dieses Ansinnen. Und auch diese Bundesratsinitiative von Saarland und Hessen, nämlich das deutsche Waffenrecht weiter zu verstärken und zu verschärfen. Und dann blamiert sich die AfD natürlich da, wo sie kann, nicht? Wenn Sie mal gelesen haben, in Saarland, nicht? Im Saarland wurde die ja mit großer Mühe die Straftaten von Ausländern und Asylbewerbern von 2006 bis 2018 erarbeitet. Und als dann dieses Ergebnis herauskam, dass mehr Deutsche als Ausländer beteiligt sind, das passte der AfD überhaupt nicht, forderte sie also die Vornamen der Tatverdächtigen, weil man glaubte, durch den Migrationshintergrund könnten ja auch noch dann also Ausländer dahinter stecken. Auch da waren sie nicht erfolgreich mit ihrem Antrag und so weiter potenzieren sie ihren Hass und ihren Aufwand gegen Ausländer. Um es deutlich zu sagen, ob deutsche Täter oder Ausländer, jeder ist vor dem Gesetz gleich und ist für derart brutale Straftaten natürlich auch zu bestrafen. Und das setzt der Rechtsstaat auch durch. Niemand wird eine Abschiebung, das habe ich Ihnen gesagt, aus subjektiven Gründen nicht durchführen. Zusammenfassend kann man also sagen, die angebliche Transparenzoffensive der AfD hält sich wie immer nur Daten speziell von Ausreisepflichtigen vor. Der Antrag ist zu dünn und durchschaubar. Bezeichnet ist auch, dass der Antrag keine Begründung enthält. Und diese Arbeit haben Sie sich auch nicht gemacht, dazu sind Sie wahrscheinlich auch zu fein. Der Antrag zeichnet wie immer das Bild von kriminellen Ausländern und macht die Gleichung auf: weniger Abschiebung, mehr Kriminalität, mehr Gewaltkriminalität durch Ausländer. Der Antrag suggeriert, dass in der Kriminalstatistik Angaben über nichtdeutsche Tatverdächtigen unterschlagen werden. Auch das weisen wir zurück. Und die Landesregierung, das darf ich hier nochmal betonen, setzt sich schon lange für die Bekämpfung der Fassung von Straftaten, insbesondere von Messern, ein. Wir brauchen Ihren entscheidenden Antrag also nicht. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der AfD.